Guten Tag zusammen. Ja, heute startet die erste Folge meiner Serie Frau, also Hashtag Frau Pechs Bastelkram. Und zwar zeige ich euch meine Nuvo Drops. Die restlichen, die ich noch geordert hatte, sind jetzt auch angekommen. Und ich hatte euch ja gefragt, ob ihr dann eben beim Auftragen dabei sein wollt. Und zwar habe ich hier ja diese Color Charts oder wie man die nennt. Und da hat man dann quasi alle Farben, die es so gibt. Wobei die Grande, die gab es jetzt noch nicht im Online, auf der Online-Seite. Die verlinke ich euch unten auch nochmal, wo ihr die dann bekommt. Das Einzige, was ich jetzt aber nicht machen werde, ist, weil die habe ich mir auch ausgedruckt, und zwar die Embossing Powder. Wir schauen uns jetzt nur die Nuvo Drops an. Da mache ich jetzt mal den Ring raus, weil ich muss die jetzt dann natürlich alle verteilen, damit das natürlich auch gut durchtrocknen kann. So. Und zwar fangen wir am besten an mit den Crystal Drops und da Drops. Und da gibt es zwei Blätter. Wir fangen am besten hier an bei der 650N. Jetzt muss ich natürlich erstmal, ich habe mir das hier aufgereiht nach den Nummern, also quasi nach Crystal Drops, nach diesen durchsichtigen Juwel oder wie man dazu sagt. Dann Glitzer, Grande, Vintage, was ist das? Dream Drops. Dann einen Glow habe ich und einen Stone habe ich. Na gut, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Ich denke, dass ich euch ein bisschen ranzoomen werde. Ich denke, so dürfte das doch gehen. Machen wir mal noch näher und ich schaue dann, dass ich den jeweiligen Drop dann in der Kamera habe. Ich schaue jetzt mal, das ist 6,50, da haben wir gleich den ersten. Das ist der in Schwarz. Das war der hier. 650N Crystal Drops Gloss Ebony Black. Also, bevor ich mich da jetzt noch mehr blamiere mit der Aussprache, werde ich euch das immer nur zeigen und ihr könnt es ja dann lesen. Also, ich habe es am Anfang immer so gemacht, dass ich das abgelegt habe und so ein bisschen schräg gehalten habe und dann gedrückt habe. Aber viele sagen, man soll das genau über dem Papier halten. Ach, na toll, und jetzt habe ich gleich eine Blase. Und von oben und dann abziehen. Ich hatte aber auch mal, das weiß ich jetzt nicht mehr, welcher das war. Die waren recht dick und da hat sich dann oben immer dieser Faden da gezogen oder dieser, ja, wie sagt man denn da, so ein Kringel halt. Und es ist dann aber beim Trocknen auch nicht flach geworden. Dann hatte man halt immer diesen komischen Bubbel da oben. Also ich muss mal gucken, ob das jetzt bei manchem so ist oder ob das vielleicht ein älterer Nuvo Drop war oder was da los war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der hat jetzt ganz gut geklappt. Das sieht man jetzt auch, ne? Wenn ich das in die Karte. Das hat einfach schwarz. So, dann schauen wir mal, was wir als nächstes haben. 651, das ist Simply White. Das ist der hier. Halt. So. Und wieder von oben aufs Papier. Einen schönen großen Punkt. Das ist der hier. Ich frage mich nur aktuell noch, wie ich das am besten aufbewahre. Ich hatte das vorher in diesem Spiegel, wie sagt man dazu? Vom Action, da gibt es diese Spiegelteile hier. Das ist natürlich jetzt ziemlich verstaubt. Da hatte ich die drin. Aber dadurch, dass es jetzt ein paar mehr geworden sind, habe ich da gar keinen Platz mehr. Dann haben wir den hier. Das ist auch der nächste in der Liste. Ich schaue dann auch mal, dass ich, ja, ich weiß nicht, ob das dann, wie ich das am besten mache. Weil manche härten ja zum Beispiel matt aus oder wie auch immer, dass ich euch dann einfach noch mal ein Bild einblende, wie es denn dann ausgehärtet ausschaut. So, da habe ich jetzt einen ausgelassen, Bright Gold, das hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Und als nächstes kommt der hier, Cooper Penny. So, immer schön nach unten schütteln, damit keine Blasen drin sind. Das war jetzt auch eins der neuen, die ich noch bestellt hatte. Ach, und das ist auch so richtig schön. Und das ist Metallic. Manche sind Metallic, manche nicht.
Ich bin mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher, nach was ich die jetzt dann anordnen werde, ob ich mir die nach Sorten sortieren werde oder ob ich die einfach in der Reihe lasse, so wie sie halt jetzt hier in der Liste kommen. Aber der ist jetzt zum Beispiel nicht metallic. Und den Cooper Penny würde ich dann quasi eigentlich anders sortieren. Aber ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal in der Reihenfolge, so wie es hier auch in der Liste ist. Jetzt muss ich mal gucken, welche Nummer. 5,5. Also, ach nein. Na logisch, mache ich schon den ersten Fehler. Das kommt doch hier hin. Das ist halt natürlich wieder typisch. Typisch, typisch. Schauen wir mal, ob ich das mit dem Teil hier runterkriege. Jetzt habe ich das Papier kaputt gemacht. Ach, da gehe ich jetzt dann gleich noch mit einem, na wie sagt man, Korrekturstift rüber. Und jetzt komm halt raus. Mensch, diese Taschentücherboxen, das ist auch so eine Sache da. Es wird zu fest und dann stoppt das hier. So. War ja klar. Das dachte ich mir schon, dass sowas passiert. Also, dann geben wir den Cooper Penny jetzt auf seinen richtigen Platz. So. Und das ist jetzt die Nummer 655, Silverlining. Schau mal, dass ihr gut im Bild seid. Wieder schön nach unten schütteln. So. Dann haben wir 657. Das ist das hier. Raspberry Pink. Also das sind jetzt halt so die Farben, die mir gut gefallen haben. Ich denke, ich werde auch nicht alle holen, nur damit ich sie habe. Sondern werde mir halt die raussuchen, die mir gefallen. Jetzt brauchen wir die Seite wieder. Und werde mir dann vielleicht irgendwie so einen, so ein Kreuz oder irgendeinen Punkt als Markierung hinmachen, dass ich das schon gesehen habe, mir angeschaut habe, aber für abgehakt habe als nicht gefallen. Dass es mir halt nicht gefällt. So. Kann man das eigentlich in der Kamera sehen? Wo bin ich denn? Ja, das mit dem Zoom, das ist halt jetzt so eine Sache, ne? Da hat man nur eine kleine Fläche. Also die sind halt echt richtig toll. Ich hoffe, man kann es erkennen, wie die Farbe ist. So, jetzt muss ich es wieder positionieren, dass ihr alles sehen könnt. So, das waren die Fünfer. Dann kommt 665. Kommt das hier? Eigentlich mag ich kein Orange. Aber die Sachen, die ich zum Beispiel von Halloween gesehen habe, da passt es natürlich super. Und da hat es mir dann auch richtig gut gefallen. 665. Das ist hier hinten. Und das ist ein richtig leuchtendes Orange. Richtig cool. Dann haben wir 669. Apple Green. Ich hatte noch gar kein Grün. Das ist hier. Deswegen durften noch ein paar Grüntöne mit, weil gerade wenn man so Naturmotive macht oder so, ist es schon gut, wenn man ein paar Grüntöne hat. Und das ist ein richtig schönes Grün. Richtig Frühling und richtig toll einfach. So, dann kommen, glaube ich, die Sima. Das ist das hier 671. Das ist der hier. Also bis jetzt legen sie sich auch ganz gut. Wobei es so richtig flach, wie nennt man die? Enamel Dots oder so, so werden sie nicht. Also die bleiben schon recht erhaben. Dann haben wir Bubblegum Blush 672. Das ist dann auch gleich der nächste. Pink ist ja total meins natürlich, ne? Und das ist auch eine richtig schöne Farbe, gerade so, wenn es in Richtung Baby geht, also Babyalbum, Babykarte, wie auch immer. Dann haben wir die nächste Karte. Also, das war jetzt einmal die erste Karte. Ich zeige es jetzt nochmal, wenn man es sehen kann. Die hier. Machen wir erst die oberen.
Ach, ich hoffe, das kann man erkennen, die Farben. Also die sind richtig schön, schön frisch und schön einfach. Das darf jetzt erstmal trocknen. Dann haben wir die zweite Karte und da kommen wir zu der 674. So, stell das jetzt auch noch scharf, danke. Die haben wir gleich die erste. Also wie gesagt, ich schüttel es halt immer so nach unten, ne, damit die Farbe runterkommt. Und möglichst, ach, ich blase, genau, möglichst wenig Luft drin ist. Aber das kann man, glaube ich, gar nicht ganz vermeiden. So, ich bin nicht im Bild. So, dann kommt die 675 Ivory Seashell. Auch eine sehr schöne Farbe, wie ich finde. Das ist auch gut für Hochzeiten zum Beispiel. So, das war jetzt ein richtig schöner Klecks. Also das hat halt auch so einen Schimmer. Dann haben wir die 676. Also ich mag eher diese Goldtöne. Dieses Gelbgold, das gefällt mir immer nicht. Wahrscheinlich habe ich es deswegen auch ausgelassen. Warte, welche Nummer habe ich jetzt gesagt? 676, doch, das stimmt schon. Das ist dann das nächste Feld. So. Dann 677, das ist der Morning Dew, das ist ja dieser durchsichtige. Einmal der 677 Morning Dew. Also der ist jetzt am Anfang noch milchig, wird aber dann transparent, wenn er ausgehärtet ist. Welches haben wir jetzt hier? Das stimmt schon, ne, was ich jetzt da mache. Ja, das ist 679. Das ist wieder Metallic. Ist auch einer der Farben, die ich noch jetzt bekommen hatte. Also ich habe das auch auf Instagram geteilt. Also wenn ihr da mal ein paar Neuigkeiten sehen wollt, schaut einfach gerne mal vorbei. Da poste ich dann doch mal das ein oder andere. Dann Blautöne hatte ich auch nicht so wirklich. Deswegen durfte dieses hier mit. 680. Bin ich im Bild? Na ja, gut, beim Auftragen bin ich wahrscheinlich eh mit der Hand drüber, ne? Und das ist auch ein richtig schöne Farbe. Auch wieder gut geeignet für so Babyalben zum Beispiel, so ein Babyblau. Dann kommen die 681. Grautöne gehen natürlich bei mir auch immer. Grau-Pink oder Grau-Rosa ist natürlich auch wieder eine sehr schöne Kombination. Was ich halt jetzt wieder gar nicht leiden kann, ist, wenn da so eine Blase drin ist. So. Dann haben wir die 638. Ich schiebe das jetzt mal wieder rüber. Na, wo bin ich denn? Das ist auch wieder Metallic. Also wie gesagt, ich schaue mal, dass ich am Ende vom Video ein Bild dann einblenden kann. Ich hoffe halt, dass man es gut einfangen kann, wie die Farben dann im getrockneten Zustand eben aussehen. Vor allem halt auch dieses Morning Dew, weil das ist ja dann transparent. Dann haben wir die 684. Braun. War jetzt auch gerade so im Herbst eine Farbe, die ich noch nicht hatte und gerne noch ergänzen wollte. Warte mal, welche, was habe ich jetzt gesagt? 684. Habe ich das? Ach, jetzt habe ich es doch wieder falsch, oder? Ja. Ach, Mensch, Leute. Das ist doch nicht. Das ist doch kein Grün. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Aber sowas, das ist typisch. Da passt du nicht auf und nimmst einfach das nächste Feld. Und dann hast du den Salat. Was ist das jetzt? Oh Mann. So, jetzt aber. Und das ist die 684. Das ist jetzt das nächste Feld wieder. Und das ist auch ein richtig schönes Braun. Das gefällt mir auch richtig gut. Ach Mensch, na, ich werde das sicher mit so einem Korrektur-Dings übergehen. Also sowas kann ich ja überhaupt nicht leiden, ne? Wenn das passiert. Kennt ihr das? Gibt's doch nicht. Ich übermale das jetzt einfach nur wurscht. Ich glaube,
glaube, das war eh eine Farbe, die ich nicht gemocht habe. Deswegen habe ich sie auch nicht hier. Aber das kann sich alles nochmal ändern, ne, wenn man es vielleicht doch braucht. Aber wenn ich es brauche, ich weiß ja, welche Nummer das ist, 682, das ist irgendein Grünton. Oh wei, oh wei, oh wei. Also ich habe das jetzt hier einmal mit dem, mit so einem Korrektur-Dings übermalt, überrollert. Also weiter, 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 weiter. Dann kommt die 686, dann müssen wir jetzt wieder ein Feld auslassen. Das ist wieder Metallic. 686. Und das ist auch noch mal eine richtig schöne Farbe. Passt auch noch mal gut zum Herbst. Dann kommt 689. Das ist die hier. Auch eine schöne Herbstfarbe, wie ich finde. Und zwar ist das das hier. Jetzt hat es quietscht. So, da kommen jetzt erstmal ein paar Blasen. Schaut mal. Das passt doch richtig auch zu dem Braun. Kann man das sehen? Richtig tolle Farben. Dann kommt wieder ein Grün. Ach so. Ja, genau. Doch, die kommen jetzt hier, die 1803. Und zwar die hier. 1803 ist das hier, Soft Mint. Muss ich noch ein bisschen hochschieben. Auch ein richtig tolles Grün. Das ist doch auch Metallic. Ja, auch richtig eine richtig schöne Farbe. So, dann werden wir mit diesem Blatt auch fertig. Also ich denke, dass ich sie am Ende nochmal zeigen werde und dem Zoom rausgehen werde. So, was haben wir jetzt? Jetzt was falsch gemacht. Ach so, hier haben wir noch die 6. Ja, genau, die 690 haben wir hier noch. Die 9er haben uns noch gefehlt. Die werden wir natürlich noch mit hier auftragen. Party Pink. Ach, Blasen. Ich hasse das, wenn das passiert. So. Vielleicht habt ihr ja noch einen Tipp für mich, wie ich das noch umgehen kann. Weil so routiniert bin ich da jetzt auch noch nicht. Dann habe ich 691. Das ist wieder Gloss. Auch nochmal ein Blauton. Da hatte ich jetzt nicht wirklich was. Dann kommt 692. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Das kann man auch sehr, upsie, falsche Richtung, sehr gut für Hochzeiten nehmen, weil ich hatte ja auch so einen Farbton bei meiner Hochzeit. 692. Jetzt bloß nicht mehr das falsche Feld benutzen, bitte. Das ist auch wieder Metallic. Und dann, ich glaube, das war jetzt das letzte, oder? 693. Ach, jetzt gehe ich wieder in die falsche Richtung. Blue Babe. 693. Ach, na sicher. Ach, wieso ist jetzt da wieder eine Blase? Aber was heißt denn das? Da steht jetzt hier zum Beispiel, bei dem hier steht N und bei dem blauen steht NUS. Und was soll das bedeuten? Weiß ich nicht. So, jetzt ist das erste Teil schon mal voll. Das kann ich schon mal auf die Seite stellen. Ja, wie ich die jetzt dann aufbewahren werde, weiß ich tatsächlich noch nicht, weil ich zum einen die halt in der Reihe lassen möchte, in welcher nun auch immer. Und halt auch alle zusammen irgendwie lassen will. Logischerweise, ne? Ja, mal schauen. Ich habe halt immer irgendwelche Behälter, wo dann nicht alle reinpassen. Und das nervt mich dann ein bisschen. Also ich möchte schon was haben, wo dann alle drin sind. So, ich mache jetzt aber weiter mit denen hier. Die habe ich jetzt hier so stehen. So, jetzt schauen wir mal, welche ich habe. Die 638. Und zwar das hier. Das sind jetzt so diese transparenten. Also halt diese, wie sagt man, so milchig. So.
Dann haben wir die 641. Ach, ich gehe mal in die falsche Richtung, Mensch. Bitte noch scharf stellen. Die hier. Wo ist das? Jetzt gibt es hier keine 641. Die könnte hier rein. Warum gibt es die nicht? Na toll. Eigentlich wollte ich da nichts drauf schreiben. Jetzt kann ich gleich mit dem Druckbleistift von der Amnet benutzen. Ich schreibe das jetzt einfach hier rein. 641N. Ja, aber ein paar gab es, glaube ich, nicht. Ich glaube, da gibt es nochmal eins und diese Grande gab es auch gar nicht. Das ist Aqua. Ihr könnt auch gar nichts sehen. Also ich schreibe das jetzt hier in diese Lücke. Lens. So, das kommt jetzt erst einmal dahin. Ich schiebe es wieder weg. Weil das ist vielleicht auch eine neue Farbe, die es dann in diesem Fall noch nicht gab. Weil es ja auch komisch ist, ne? Dass es gerade so eine Nummer zwischendrin ist. Aber gut. Dann haben wir die 643. Wo sind wir denn? Da sind wir. Oh ja. 643. Und zwar ist das hier. Schön aufpassen, ne? Dass wir wieder das richtige Feld nehmen. Das ist auch eine wunderschöne Farbe. Ich bin ja selber gespannt, wie die dann aussehen, wenn sie durchgetrocknet sind. Limoncello. Die 644. Auch eine tolle Farbe, guck mal. Dann haben wir die 645. Das mit der Lampe, das hat immer so eine Sache, wenn das so spiegelt, dann kann man das natürlich nicht lesen. Auch eine sehr schöne Farbe. Und dann kommt noch mal eine blöde Blase da rein. Schmeier. Dann haben wir einen Blauton in 646. Sea Breeze. Das ist dann hier unten. Ach, was ist denn das mit diesen Blasen? Sag mal. So. Zwei haben wir noch. Haben wir hier die 647 Rosewater. Wie ihr seht, seht ihr nichts. So. Also wenn ihr irgendwie so Tipps habt für mich vom Auftragen her, dann bitte gerne in die Kommentare schreiben. Ich hatte auch mal in der Kreativbund Facebook-Gruppe gefragt, wie ich die am besten oder schneller trocknen lassen kann. Das ist jetzt die 648. Weil ich war ein bisschen spät dran mit einer Karte und habe dann natürlich Nurus drauf, beziehungsweise habe eine Wolke mit diesem Morning Dew quasi bemalt oder halt flächig aufgetragen. Und dann hatte ich schon Angst, dass es nicht trocknet. Aber ich habe es dann auf die Heizung gelegt. Die Heizung war, habe ich dann auch ein bisschen höher gedreht, als ich sie normal hatte. Und dann hat es auch wunderbar geklappt. Also innerhalb von 1,5 Stunden, 2 Stunden war das trocken. Das war dann schon okay. Aber normalerweise mache ich es halt am Tag zuvor und lasse es dann über Nacht trocknen. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Aber da war es halt ein bisschen eilig. So, weiter geht's mit dem Glitter. Da haben wir die 754. So. Wo ist diese hier? Da. 754. Glitter muss ich zugeben, bin ich jetzt nicht so ein großer Fan. Ein paar wollte ich dann doch haben. Aber muss ich nicht haben. Ich mag so diese normalen, diese Metallic und die Juwel, also diese milchigen sehr gerne. Oder halt auch diese, die kommen noch. Die Vintage und auch die Dream. Die Grande, die kenne ich jetzt noch nicht. Mal gucken, wie die sind. Aber die Glitzer, die. Ja, weiß ich nicht. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Also nicht so viele, meine ich. Dann haben wir hier die 763. 763 ist hier unten. Ich rutsche mal wieder ein bisschen hoch. Es ist schon nicht schlecht, ne? Ja. Aber das reicht mir dann auch mit denen, was ich habe. Das sind jetzt 4 Stück. Dann haben wir hier noch die 770. Die haben wir eins weiter unten.
Schön in einer Reihe schräg nach unten versetzt. Und das letzte ist die 771. Das sind halt so diese typischen Farben, die mir immer ganz gut gefallen. Ach, 771. Wobei ich bei dem hier gedacht habe, das geht mehr ins Türkis. Aber das ist mehr grün. Aber egal. Das ist schon in Ordnung. Dann haben wir die hier. Upsi. Dann haben wir die Grande. Und die Grande, da gab es wie gesagt keine Vorlage. Okay, die warte ich jetzt mal noch ab. Machen wir jetzt erst einmal die Vintage. Weil da haben wir auch die Vorlage dazu. Und zwar haben wir hier einmal. Wo stehen jetzt die Nummer? Ach, da. Das ist aber ziemlich klein. Die 1302. Early Grey. Da habe ich halt auch wieder nur diese Farben genommen, die ich eigentlich auch am meisten verwende letztendlich. Und die müssten jetzt eben matt aushärten. Das sind diese matten Farben. Dann haben wir, muss ich noch ein bisschen hoch, die 1303. So. Ich muss ein bisschen rüber. Dann habe ich hier die Lieblingsfarbe von mir, die 1307. Ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe. So. Also mit den Farben bin ich auch sehr glücklich. Ich glaube, die anderen brauche ich gar nicht. Also ich schaue mir die Farben dann schon nochmal an und mache mir halt, wie gesagt, noch diese Markierung. Welche ich jetzt zum Beispiel nicht schön finde oder die vielleicht, oder wenn ich die noch haben will, aber die zum Beispiel gerade nicht lieferbar sind oder so. Das werde ich dann noch tun. Aber wie gesagt, alle braucht man ja nicht. Dann haben wir hier die Dream Drops. Das ist einmal die 1795. Das ist hier drüben. Tut mir leid, dass ich da so ein bisschen langsamer bin, aber natürlich will ich vorher immer gucken, oder will ich generell halt gucken, dass ihr alles sehen könnt. Ich glaube, wenn ich dann hier so bin und ihr könnt nichts sehen, dann ist es natürlich auch doof. Dann haben wir hier die 1797. Die haben wir hier unten. Da schiebe ich euch mal ein bisschen hoch. 1797. Das ist so dieser. Das passt halt gut für so Einhorngeschichten oder Mermaid oder es hat ja diesen typischen Effekt, finde ich. Und zu guter Letzt darf natürlich nicht fehlen die 1798 in Love Potion. Und das wäre dann diese Farbe hier. Auch ein richtig toller Farbton. Ja, dann haben wir die drei Dream Drops. Mal gucken, wo ich das alles hinlege, Mensch. Dann haben wir Stone, da habe ich nur eins. Da muss ich aber doch noch mal gucken, ob ich davon nicht vielleicht doch noch ein paar Farbtöne möchte. Das ist jetzt 1294. Ach so, das hat aber auch so eine dickere Öffnung. Seht ihr das? Wenn ich jetzt zum Beispiel das mal vergleiche mit dem. Also da bin ich noch nicht so informiert, dass ich euch jetzt sagen könnte, wieso das so ist. Vielleicht ist es dicker. Und da weiß ich jetzt auch noch nicht, wie das aushärtet. Was habe ich jetzt gesagt, ist das? 1794, doch, das war schon das. Jetzt schauen wir mal. Die hatte ich auch noch gar nicht benutzt. Ach, wenn das immer nicht runterkommt, die Farbe. Vielleicht sollte man die auch kopfüber. Ah, okay. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn man die kopfüber lagert. Stehen würden sie, glaubt. Also sie könnten so stehen. Vielleicht ist das nicht einmal eine schlechte Idee, ne? Mal gucken. Also das hier, Stone, das ist kriselig. Also als würde da so ein bisschen Sand drin sein. Oder halt so ein bisschen, also nicht so ganz flüssig oder halt, ach, wie soll man das beschreiben? Es hat so ein bisschen, als wäre da eine Struktur noch mit drin. Und ich denke, das ist natürlich auch der Hintergrund von Stone, dass das dann, dass die Oberfläche quasi nicht glatt ist, sondern eben so stonig. Ihr wisst schon, was ich meine, denke ich.
Dann habe ich noch einen in Glow, das ist die 746. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert und habe ich auch noch nicht geschaut, ob das im Dunkeln dann leuchtet. Glows in the Dark, genau. 746. Sieh noch ein bisschen rüber. Und da nehme ich natürlich immer Pinktöne oder Rosatöne, weil die mir einfach am besten gefallen, wenn ich zum Beispiel Sachen nur mal ausprobiere. Also das wollte ich jetzt auch erstmal ausprobieren, bevor ich dann mich vielleicht doch noch für mehrere Farben entscheide. So, dann kommt das Embossing Powder, das zeige ich euch jetzt aber nicht. Und jetzt ist die Frage, wo zeige ich euch jetzt die Grande? Mache ich das bei dem Glow, weil das sind immer nur 4 Stück drauf. Mit draufschreiben? Oder was sagt ihr? Also das sind auch diese großen Flaschen, da weiß ich jetzt auch nicht, warum das so ist. Das sind 60 Milliliter, 30 Milliliter, 30 Milliliter. Also in den anderen Flaschen ist immer 30 Milliliter drin. Und hier ist jetzt einfach mal das Doppelte. Warum? Keine Ahnung. Und da bin ich jetzt auch gespannt, wie die aushärten. Ich schreibe das jetzt einfach hier mit drauf. Und zwar sind das Crystal. Aber das gehört ja dann mit zu Crystal Drops. Soll ich die dann lieber damit drauf? Und vielleicht stehen die da sogar drauf und ich habe es noch nicht gesehen. Jetzt wartet mal. Welche Nummer hat das? 7, 8, 8. Hä, nee. Hä, welches ist denn jetzt das? Das ist das erste. Aber das sind keine 7er-Zahlen. Da hört es dann auf und geht dann mit 18.00 weiter. Soll ich die da jetzt mit drauf machen? Weil das sind ja letztendlich Crystal Drops. Ja, das mache ich, glaube ich, so. Dann mache ich hier jetzt Grande. Wie mache ich denn das jetzt? Also ich mache es jetzt nur mal mit Bleistift. Ich kann es ja dann noch mal neu schreiben. Und zwar ist das die 788. 788N. Metallic Ivory Seashell. Was ist denn das andere Seashell? Ivory Seashell. Jetzt bin ich gespannt, wie da jetzt der Unterschied ist, weil das ist gleich hier oben. Ivory Seashell. Aber das ist dann wahrscheinlich. Das ist normal, aber das ist doch auch metallisch oder halt so schimmernd. Also jetzt schauen wir mal. Wir sehen es jetzt gleich. Oder auch nicht. Ich muss jetzt mal da hoch. So. Jetzt haben wir das. Das ist auch ein bisschen fester, habe ich das Gefühl. Ja, das ist schon anders, aber ich kann euch jetzt nicht sagen, inwiefern. Man muss jetzt auch erst einmal gucken, wie die dann aushärten. So. Dann habe ich das hier. Stell bitte scharf. Hallo, 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 hallo. Mockst du jetzt nicht? Ja, was ist da los? Warum stellt der jetzt nicht scharf? Kann man schon sehen, ne? Also das ist jetzt 789. 789N. Das hat. Nee, das ist schon auch. Mir kommt jetzt gerade die Düse auch so ein bisschen größer vor. Aber nicht so groß wie bei den Stone Drops. Ja, aber das ist halt auch ein bisschen dicker, vielleicht deswegen. Dann kommt 795. Das ist das hier. Warum stellst du jetzt nicht scharf? Ach komm, was macht er denn? Also gut, ich mache jetzt mal weiter, dass wir fertig waren, weil das ist jetzt auch der vorletzte. Jetzt wird das alles ein bisschen lang hier. So, einmal der, auch nochmal eine sehr schöne Farbe. Und da habe ich jetzt auch dieses Morning Dew. Jetzt bin ich halt gespannt, inwiefern sich das unterscheidet zu den normalen. Das ist die 797. Mal gucken. Werden wir ja dann sehen.
Also natürlich muss ich jetzt erstmal warten, bis das alles getrocknet ist. Ich gehe jetzt mal wieder, ich zoome es jetzt mal wieder ein wenig raus, bis das alles jetzt getrocknet ist, wie gesagt. Und dann am Ende zeige ich euch dann Bilder oder ich hänge vielleicht nochmal ein Video dran, dass ich das nochmal abfilme, wie die dann eben im getrockneten Zustand aussehen. Also ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe jetzt schon schöne Bubbles drauf geklatscht. So kann man es ganz gut sehen, ne? Ja. Also das ist jetzt einmal dieser Bogen. Ich zeige es jetzt euch nochmal kurz in der Normalansicht. Und dann einmal das hier. Ich weiß nicht, wenn ich das Blatt jetzt so ein bisschen bewege, ob man dann den Schimmer so ein bisschen einfangen kann. Dann haben wir die hier. Also das, die sind halt jetzt alle noch feucht. Haben wir die Glitzer. So. Dann haben wir die Vintage. So. Upsi, dann haben wir die Dream Drops. Die finde ich auch richtig toll. Also ich hoffe echt, dass man sehen kann, wie dieser Schimmer ist. Dann haben wir diesen einen Stone Drop. Ich glaube, davon brauche ich noch welche. Muss ich mal gucken, welche Farben es gibt. Aber das schaut echt klasse aus. Vielleicht dieses Grau auf jeden Fall. Muss ich mal gucken. Und Weiß ist bestimmt auch schön. Und dieser Glow ist ein schönes Pink, ne? Wobei diese Farben, die in der Nacht leuchten sollen, die sind ja meistens so Neon, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. So, jetzt habe ich hier meine ganzen Blätter liegen und die Flaschen stehen hier und ich weiß nicht, wohin damit. Ach ja, ich habe mir das hier noch mitgenommen und bin ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, für was das genau sein soll. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Upsala. Aber wenn ihr mir sagen könnt, für was ihr das so verwendet, das ist dieses Masking Fluid. Die Ginger aus der Kreativbuntgruppe, da hatte ich nämlich nach diesem durchsichtigen Morning Dew gefragt. Nach diesen durchsichtigen Drops, welches man da benutzt. Sie hat mir dann eins verlinkt, das ist auch in so einer Flasche. Aber scheinbar habe ich das Falsche genommen. Ich muss aber auch dazu sagen, das Teil hier stinkt. Das stinkt richtig. Also das ist nicht so schön. Ja, for best results, bla bla bla, let it dry. Also da muss ich jetzt echt nochmal gucken. Ich bin jetzt auch nicht so gut im Englisch, dass ich jetzt sagen könnte, was das heißt. Das ist doch fast schon peinlich, ey. Naja gut, also, das Video ist jetzt tatsächlich ein bisschen lang geworden. Na gut, es waren aber auch viele Farben. Nur mal als Tipp, ich weiß nicht, ob das alle wissen. Es gibt eine Funktion auf YouTube, wo ihr Videos schneller ablaufen lassen könnt. Also mittlerweile schaue ich ja gar keine Videos mehr in der Normalgeschwindigkeit an. Ja, man versteht die Leute trotzdem gut, man sieht die Sachen, aber es geht halt alles entweder doppelt so schnell oder noch schneller. Es ist halt einfach praktisch, weil du mehr oder halt die Sachen einfach schneller anschauen kannst. Ganz ehrlich. Und ja, mir gefällt es besser. Wenn ich mir manchmal so meine Videos anschaue, dann denke ich mir auch, oh bitte Leute, schaut das nicht in normalen Geschwindigkeiten, aber werdet ihr ja nie fertig. Vor allem manche Videos gehen ja tatsächlich eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde. Und das kann man halt einfach mal auf eine halbe Stunde kürzen und von daher ist es doch eigentlich auch ganz praktisch. Also falls ihr das noch nicht kennt, oben rechts, also ich kann es jetzt nur aus meiner Ansicht sagen, ich denke, dass es auf dem Handy oder auf dem Tablet gleich sein sollte, ist oben rechts ja diese drei Pünktchen, da könnt ihr draufdrücken und dann habt ihr Wiedergabegeschwindigkeit und da könnt ihr dann quasi das einstellen, wie schnell ihr das ablaufen lassen möchtet. Es geht natürlich auch langsamer. Also falls jemand dabei ist, der sehr, sehr schnell spricht, dann könnt ihr auch das Video langsamer ablaufen lassen, damit ihr die Person dann vielleicht besser versteht. Also die Möglichkeit geben wir es auch. So, jetzt habe ich euch meine Nuos gezeigt. Vielleicht werden es noch ein paar mehr. Also die Stone Drops interessieren mich dann doch noch und die Vintage schaue ich mir, glaube ich, auch nochmal an. Also wie gesagt, ich werde da nochmal drüber gucken, welche mir noch gefallen und werde mir das dann auch in der Liste markieren, die mir nicht gefallen. Und dann wird man mal sehen, was da noch auf uns zukommt. Und wie gesagt, ich schaue jetzt dann mal, ob ich ein Bild oder das dann noch als Video mit dran setze, wenn die Drops dann fertig durchgetrocknet sind. Ich nehme mal an, so 2, 3 Stunden werde ich jetzt auf jeden Fall warten. Dann werde ich euch die im getrockneten Zustand nochmal zeigen. So, und jetzt habe ich alles doppelt und dreifach nochmal erzählt. Wir sehen uns dann später. Ja.
und bis dann. Tschüss. So einen schönen guten Abend nochmal. Es sind ein paar Stunden vergangen, um genau zu sein, waren es jetzt 5 Stunden. Also in der Zwischenzeit habe ich einfach den Alltag so erlebt, gelebt, wie auch immer. Und jetzt wollte ich euch noch schnell zeigen, bevor meine Maus dann ins Bett muss, wie die Drops jetzt quasi getrocknet aussehen. Also wenn sie jetzt trocken sind. Dann fange ich mal an. Ach so, ich habe jetzt nochmal recherchiert und zwar weiß ich jetzt auch wohl, was das hier ist. Und zwar ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel ein Motiv gestaltet. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal dieses U und ich möchte direkt um dem U herum den Hintergrund gestalten. Dann könnte ich diese Flüssigkeit oder dieses Fluid, wie es ja hier beschrieben wird, auf das U geben. Dann kann ich jetzt zum Beispiel mit Farbe um das Motiv herum malen und dann wird dieses Produkt hier quasi wieder so abgerubbert. Also dafür ist das gedacht. Aber ich habe auch noch mal geschaut, das ist nur nicht bestellbar momentan. Das ist Masking. Wie heißt es jetzt wieder? Das kann ich nicht nachschauen. Das ist auf jeden Fall auch diese Form von Flasche. Ich glaube, da gibt es auch nur dieses und das andere eben. Wie heißt es denn jetzt wieder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und das ist auch, soll auch durchsichtig sein. Also das ist halt einfach zum Hervorheben von Sachen, dass es halt glänzt zum Beispiel. Und ich habe auch nochmal geguckt, ob ich da einen Unterschied, also ich habe jetzt nur bei Kreativbunt geschaut in der Beschreibung und da lässt sich jetzt keinen Unterschied zwischen den normalen Crystal Drops feststellen. Also ich habe jetzt da in der Beschreibung direkt nichts gefunden. Ich werde aber auch noch mal besser recherchieren. Vielleicht wisst ihr es ja auch und könnt es mir sagen, dann schreibt es mir gerne auch in die Kommentare. Ansonsten muss ich einfach noch mal gucken. Vielleicht stellen wir jetzt auch fest, woran es oder was da der Unterschied ist. So, jetzt zeige ich euch erstmal das hier. Ich weiß jetzt auch nicht, aber das sieht man schon, oder? Dass das eben so schimmert. Und das sind reine Farben. Hier auch, das hat auch diesen Schimmer. Und das sind wieder die reinen Farben. Und die sind richtig toll. Und jetzt, wenn ich das mal so zur Seite halte, seht ihr, dass das eben so Punkte sind. Ein bisschen so perlig. Und ich habe jetzt mir das Video von Liebesfuchs auch nochmal angeschaut. Die stellt ja auch oft solche Produkte vor. Und die hat auch gemeint, also man könnte es theoretisch, wenn ich das jetzt mal mit dem Stift zeige, so halten und von der Seite quasi. Oder genau von oben. Da kriegt man halt eine schönere Form hin. Es geht aber auch so. Oder ich denke, das hat halt wieder was mit Übung zu tun. Keine Ahnung. Vielleicht tut sich der eine so leichter als der andere. Wie auch immer. Also das müsst ihr einfach ausprobieren. Was wollte ich jetzt noch sagen? Also manche, es kommt halt, denke ich, auch wieder auf die Art an. Diese zum Beispiel, diese mit dem Effekt, die haben oben doch noch eine spitzere, also eine Spitze. Und die hier sind flacher geworden. Also das sieht man eigentlich auch ganz gut, oder? Ja. Also von den Farben her sind sie richtig, richtig schön geworden, finde ich. Ich habe jetzt auch noch einmal auf Kreativbunt geguckt. Da gibt es aktuell, also wenn das Video hochkommt, ist es dann schon wieder vorbei, 10% auf alles. Und ich glaube, da schlage ich noch mal zu, bevor das dann auch wieder vorbei ist. So, dann haben wir hier. Was war da mal? Wo haben wir denn das andere gehabt? Cooper Penny. Also hier habe ich ja die Grande mit hingemacht. Wenn man das jetzt vergleicht, das ist Cooper Penny und das ist Cooper Penny. Also irgendwie sehe ich da jetzt aber auch keinen großen Unterschied, oder? Oder ist das matter? Nee. Ich weiß es nicht, tut mir leid. Ich kann da keinen großen Unterschied jetzt feststellen. Auch von dem Ivory Seashell, glaube ich, war das. Und das ist ja Morning Dew. Vielleicht hat es auch einfach was mit der Größe zu tun, dass das Grande quasi dafür steht, dass es die größere Verpackung ist. Also, dann haben wir jetzt hier diese noch. Und ich denke, da kommt jetzt auch wieder gut rüber, welche einfarbig sind. Also ganz normal, wie jetzt zum Beispiel der. Der ist auch richtig schöne Farbe und das richtig toll. Und welche halt dann so metallic oder mit Schimmer sind. Das ist das ganz Durchsichtige. Das war ja erst milchig und jetzt eben durchsichtig. Dann hier die, das sind auch richtig schön. Also ich denke, das sieht man schon, ne, mit den Farben. So, das hier, das waren die Crystal Drops. So, dann haben wir die halbdurchsichtig, also farbig durchsichtig. Einmal die hier, die sind auch, das ist eine richtig tolle Farbe. Grey Mist.
Also das könnte schon auch mit so durchsichtig oder halt. Aber das ist klarer, ne? Also man sieht es schon, dass das ins Gräuliche geht und das ist halt klar. Ja, und da ist jetzt natürlich so eine blöde Blase drin. Da muss man halt dann tatsächlich aufpassen. Und ihr seht auch, wie. Also die wurden einfach nochmal transparenter. Die sind nicht so wie beim Auftragen, sondern die werden dann eben transparenter. So. Dann haben wir die Glitter Drops. Ich habe das Gefühl, die wurden auch etwas transparenter. Die waren am Anfang auch farbiger. Sieht man das Glitzer schon, oder? Und das irisiert dann so ein bisschen. Das waren die da. Dann haben wir die Dream Drops. Da hat sich jetzt gefühlt eigentlich nicht viel verändert. Es sind auch noch schöne Kügelchen geblieben. Kann man sehen, ne? Und halt der Schimmer ist einfach super. Ich denke, das kann man jetzt auch ganz gut sehen, oder? Einmal die. Dann haben wir die Vintage und die sind ja jetzt matt, genau. Also die glänzen nicht, wenn man das mal im Vergleich anschaut zu den normalen Crystal Drops. Das ist nochmal matter als auch diese irisierenden. Das sieht man schon, oder? Die glänzen richtig und die Vintage sind matt. Also in Natura sieht man es natürlich auch nochmal besser. Ich denke auch die Farben kommen nochmal ein bisschen anders rüber als in der Kamera. Aber das ist ja immer so. Dann haben wir den, muss mal gucken, aber der ist auch ganz durchgehärtet. Und das ist jetzt so richtig, hat Struktur quasi. Ich denke, das kann man auch ganz gut sehen mit dem Schatten. Ne? Also das ist, hat auch was. Also das ist auch richtig gut. Habe ich auch noch mal geguckt nach ein paar Farben. Und halt das Glow. Jetzt warte mal, wenn ich das Licht ausschalte, jetzt wird es noch mal kurz dunkel. Achtung. Ja, oh, schaut mal. Das sieht man sogar. Guck. Ist echt nicht schlecht, oder? Was sagt ihr? Wenn man dann so Karten irgendwie aufgestellt hat oder halt so Alben oder wie auch immer und dann leuchtet das. Ist doch nicht schlecht. So gerade für Kinder? Aber ich denke, da kann man natürlich auch andere Sachen damit machen. Vielleicht so Figuren. Naja, gut, in die als Augensprüh drauf machen, ist es vielleicht ein bisschen gruselig dann, aber irgendwas anderes damit dann dekorieren zum Beispiel. Kann man ja alles damit machen. Man kann ja sogar damit schreiben, sagt man. So, die Embossing Powder, die mache ich ein andermal. Da habe ich, glaube ich, auch ein paar Nuros habe ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe mir damals als zum Starten, zum Ausprobieren mal so ein Set gekauft. Ich weiß gar nicht mehr. Ein bisschen habe ich schon was, aber die von Nuro möchte ich hier mal drauf machen. Und vielleicht setze ich dann die No-Name-Sachen auch mit drauf oder halt auf ein separates Blatt, damit man das auch so ein bisschen vergleichen kann. So. Dann habe ich das auch fertig. Und als nächstes, mittlerweile war ja auch die Abstimmung. Also das war jetzt wirklich eindeutig, eindeutiger als das letzte Mal, als ich gefragt hatte, ob ihr das sehen wollt. Ob ihr eben dabei sein wollt, wenn ich das auftrage. Also wie gesagt, das wird halt ein bisschen. Das dauert halt ein bisschen. Also ich habe jetzt auch die Spectrum Noir und da habt ihr auch eindeutig für Ja gestimmt. Also das wird dann quasi folgen in der Serie. Ihr könnt mir ja auch gerne mal sagen, das hatte ich am Anfang noch vergessen zu erwähnen. Ich möchte ja Part für Part machen. Also einmal Papier, dann Stempel, Stanzen, Utensilien, Kleber, also alles so, was euch interessiert, Stifte und so weiter. Bullet Journal gehört zum Beispiel auch für mich dazu, wenn euch das auch interessiert. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach so ein paar Vorschläge in die Kommentare schreibt, was euch am meisten interessieren würde. Weil dann kann ich mich auch ein bisschen nach euch richten, was ich als nächstes eben euch zeige. Und nicht irgendwie ein paar Sachen, die euch gar nicht interessieren. Und zum Schluss dann das, was euch interessiert, sondern ihr könnt mitbestimmen, was ich euch zeige. Also was ihr gerne sehen wollt. Also da einfach mal bitte in die Kommentare reinschreiben, was euch brennend interessiert. Und dann kann ich das gerne als nächstes zeigen. Ja, dann war es das jetzt schon. Ich hoffe, das Video hat euch in dem Sinn auch genützt, damit ihr auch die Farben sehen könnt. Ich mache mich auf jeden Fall nochmal schlau wegen dem Grande, aber wie gesagt, in der Beschreibung konnte ich da jetzt keinen Unterschied erkennen. Und so hat man ja gesehen. Also ich finde, diese. Am Anfang dachte ich mir, ach komm, brauchst du nicht. Dafür hast du Strasssteinchen und, und. Aber dadurch, die sind halt auch sehr ergiebig, ne? Du hast so eine Flasche, ich habe keine Ahnung, wie viel man da rausbekommt. Aber du brauchst ja nicht viel für so einen Punkt. Und wer zum Beispiel auf Instagram oder Facebook reingeschaut hat bei mir, hat auch gesehen, dass ich Karten gemacht habe. Und ich finde, so dieses Verzieren auch mit den bunten Steinchen, also mit den bunten Drops, das wertet das Ganze nochmal auf, das vervollständigt das quasi. Das ist das i-Tüpfelchen.
So, Nuvo Drops sind ab sofort meine i-Tüpfelchen. Weil das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also ich finde es super. Wer es noch nicht kennt, kauft euch einfach mal einen zum Ausprobieren. Ich würde fast sogar diesen, nee, das ist der falsche, diesen Morning Dew empfehlen. Weil das, da kannst du halt auch so ein bisschen Wassertropfen nachimitieren. Also das, glaube ich, geht immer durchsichtig, ist neutral. Und das, glaube ich, ist ein guter Anfänger, sage ich jetzt einmal, der halt immer geht. Der geht zu jedem Projekt, weil er einfach neutral ist. So, meine Lieben, das war's jetzt von mir. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Und lasst mir gerne Videoideen oder halt, wie schon gesagt, was ihr gerne sehen wollt, in den Kommentaren da. Über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich immer sehr gerne. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss!